Ich habe mal wieder Bock auf Spinning. Schön entspannt vom Land aus, ein Köder nach dem anderen testen und dann im Idealfall auch noch ein paar Brocken rausziehen. Also, gucken wir doch mal, was wir hier so dran haben. Ich teste gerade verschiedenste Köder und muss sagen, ich bin jetzt schon das zweite Mal sehr positiv überrascht von der Hunter-Serie. Hunter-Serie, diesmal die etwas kleinere Variante. Und guck mal, da ist so ein schöner Saibling noch mit reingegangen, beziehungsweise der nächste Saibling, der Saibling Kuorski, den hatte ich ja auch schon dran. Und es geht ein bisschen was hier auf den Hunter. Hunter-Serie, und zwar wie gesagt die kleinere Hunter 2-Serie. Und damit leier ich gerade hier so auf ganz entspannt durch. So, guck aber auch da, dass hier das alles so ein bisschen ins Wiggeln gekommen. Ich stehe schon ein bisschen länger hier am Kuori und ziehe hier gerade verschiedenste Köder durch. Ich habe mit dem Hunter hier gerade auch schon gejiggt. Einfach geradeaus rausgeworfen, da vorne, wo es so schroff wird. Rausgeworfen, langsam gejiggt. Einfach wieder durchgezogen. Zack und zack und zack. Und dann ballert auf einmal einen Saibling rein. Auf dem Blinker. Hatte ich auch schon lange nicht mehr, weil normalerweise, wenn Saibling, dann geht man ja irgendwie mit einem Gummifisch ran. Habe ich direkt danach auch gemacht. Zack, geht der nächste Saibling rein. Also da so in diese Richtung. Zack, einfach schön durchgejiggt. Wo sind wir denn hier überhaupt, wer es noch nicht erkannt hat? An dem Schniepi hier am Kuori. Das heißt also, ich fische gerade hier diese Area. Einmal so diese halbe, diesen halben Bereich, also von der Insel aus, was ich hier anwerfe, bis hier in diese Tiefe. Da kommt man ja nochmal ganz gut hin. Aber so bis hier diesen Bereich einfach mal ab. Und ob das jetzt hier Jiggen ist, ne? Jetzt hatte ich gerade Grundberührung und da kommt man halt so schön in die Jigführung dann mit rein. Einmal eine leichte Umdrehung, halt eher so für Saiblinge. Da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, auch da nicht ganz so groß rangehen. Zack, na, da ist er wieder abgehauen. Ist es denn? Da war ein kurzer Biss, aber nicht gehakt. Wie gesagt, also da muss man eben gucken, auf was man oder mit welchen Ködern man rangeht. Grundsätzlich, wenn man hier so stationär genau in der Mitte steht, fürs Angeln am Kuori ausreichend Schnur einplanen. Es können hier auf feinem, zarten Setup, können hier richtige Brocken reingehen. Das heißt also, ich habe jetzt hier gerade 300 Meter, 320 Meter fast drauf an Schnur. 350 hätte ich theoretisch, aber auf die Rolle passen jetzt gerade nur 319 Meter. Von einem 15 Kilo Setup. Insgesamt bin ich also hier mit einem 15 Kilo Setup unterwegs. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich hier so mit 12 Kilo Setup vielleicht nochmal hinstellt oder vielleicht 9. Aber dann wird es auch schon ein bisschen haarig. Zack. Denn ich zeige gleich nochmal den Kescher. Ich hatte ja auch schon, wie gesagt, einen Kuorski dabei mit 8 Kilo. Und den auf einem 9 Kilo Setup, der macht dann halt richtig Party, ne? Also da wird es dann auch, schon mal ein längerer Drill. Von daher muss das ja nicht unbedingt, ne? Wenn man sowas hier testet mit solchen verschiedensten Ködern. Ich war auch mit den ganzen Spinnern schon unterwegs. Die Spiker mit 12 Gramm, die kleineren Spiker. Guck mal hier, der nächste Saibling, nicht schlecht. Bringen gut Kohle, die Saiblinge. Besser 2 Kilo Saibling als 2 Kilo Sefo. Wobei die Sefos natürlich auch schon gut reingerasselt sind. Ja, Seesaibling Kuorski mit 8,5 Kilo. Dann war hier noch eine Seewarn bis jetzt dabei. Wo ist sie? Da ist sie. 1,7er Seewarnforelle. Auch auf dem Spiker. Spiker 4008. Also man kann mit verschiedensten Ködern hier eben durchziehen. Oder Saibling, Bachsaibling auf dem Hunter, danach nochmal getestet auf dem Schaumgummifisch in Rot. Also auch die ballern dann hier rein, zack, der nächste Biss. Die Frage ist immer natürlich, welcher Köder funktioniert. Und das
braucht tatsächlich ein bisschen, also zum einen natürlich eine große Köderauswahl, zum anderen ein bisschen Ausdauer, bis man hier einen passenden Köder gefunden hat. Denn sonst passiert halt häufig dieses hier, die kleinen Seefuß gehen rein. Naja, ist halt ganz nett und man kann vielleicht noch mit den 1,8 Kilo Seefuß einen Kaffeeauftrag absolvieren. Aber im Großen und Ganzen ist es halt nicht so lohnenswert. Trotz allem, wenn ich das jetzt so sehe, gerade auch mit dem Kowarski, ne, einfach so fürs Durchleiern. Ich guck da auch jetzt hier gerade mit dem Blinker, dass das unten trotzdem immer noch so ein bisschen ins Wiggeln kommt, unten die Actionbar, dass der halt richtig schön Action macht, auch der Blinker an sich. Dann zwischendurch mal vielleicht so einen Stopp machen, dann wieder ein bisschen kurbeln. Dann kommt auch gerne mal hier Führung mit Zwischenstopp oder eben so Stop and Go. Da haben wir es hier, Stop and Go Führung. Kann man halt immer wieder ganz gut machen. Zack, das ist dann einfach zusätzlich nochmal ein Trigger. Kann aber auch sein, dass gerade bei sowas, so Stop and Go oder eben diesen absinken lassen der Köder, dass dann die Hechte nochmal extra getriggert werden. Bisher hatte ich noch keinen großen Hecht dran, aber so richtig viel Sorgen mache ich mir da eigentlich auch nicht. Denn bei 15 Kilo Schnur, da müsste der Hecht, also wenn man jetzt richtig hart in den Drill reingeht, so ja, 6, 7, 7,5 Kilo schwerer Hecht, die sind ja auch jetzt nicht so häufig, dass man die mal ebenso easy fängt. Man weiß ja immer, wenn man so einen Kaffeeauftrag zum Beispiel machen will, ich drehe mal jetzt ein bisschen schneller, wenn man so einen Kaffeeauftrag machen will, und will mal eben schnell zwei 7,5er Hechte fangen, kann das ja schon mal eine Stunde dauern, bis man die überhaupt zusammen hat. Je nachdem, an welchem Gewässer und Spot man gerade ist. So, jetzt versuchen wir nochmal auf Jig. Vielleicht gehen ja jetzt sogar in der Nacht sogar irgendwelche Quappen oder sowas noch rein. Ich habe, wie gesagt, recht viel hier bisher mit dem Hunter 2003 halt rumhantiert, Gewicht 13 Gramm, also das funktioniert ganz gut. Würde ich mich hier mit einem Belaya-Set hinstellen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Man kommt ganz gut weit raus. Du kommst auch ganz gut, also man fängt auch tatsächlich ganz gut. Die ersten Fischis hier unten hatte ich alle auf dem kleinen, feinen Spinner. Ich habe auch erstmal, das war ja der erste hier, das war auf dem Ultralight-Set, direkt die Forelle mit 2,5 Kilo rein, aber auf UL mit einem kleinen Spiker, also du hast so viel Verschleiß, beziehungsweise halt nicht UL oder einfach Belaya-Set, man hat halt so viel Verschleiß, da macht das halt irgendwie nicht so richtig Bock. Also die Dinger ziehen natürlich ab, die Brocken, die Forellen stürzen sich hier in die Tiefe und du kannst da kaum gegen anhalten, selbst mit 2,5 Kilo. Und dafür bringen die halt auch kaum Kohle, ne? Ich ziehe mal jetzt eben rein. Und dann gehen wir nochmal eben hier auf Hashtag 4. Das sind die großen Spiker. Der hier in blau. Zack. Und man kommt auch viel leichter, ne? Also 12 Gramm. Und dann kommt man eben auch locker damit raus. Machen wir mal auch hier so. Guck mal, da kommt er richtig schön unten ins Trudeln rein. Und kann jetzt ordentlich locken. Gucken wir mal, wie das jetzt ist hier so in den Abendstunden. Bin ich ja mal gespannt, wie das in der Nacht hier geht. In der Nacht, wie gesagt, kann man natürlich dann auch an der Stelle hier einfach rauswerfen, volles Mat, entweder mit einem Tauwurm oder so, und dann gucken, ob man nicht einfach Quappen fängt. Oder wie in dem letzten Video, ich kann das ja nochmal verlinken, ähnlich angeln wie in dem letzten Video auf Saibling. Wenn hier geradeaus schon Saiblinge sind, die einfach beim Spinning reingehen, dann doch auch einfach mal gucken, ob man nicht hier zack, geradeaus und dann eben auch beim Grundangeln da dann einfach hier eine Grundrute rauswirft. Hoppala, so, da wollte ich hin. Und dann nehmen wir mal hier die 1 und dann nimmt man hier ein passendes Blei. Wir nehmen mal eins, womit wir richtig schön weit rauskommen. Na, wobei wir nehmen auch mal einen steinigen Untergrund hier. So, und das Vorfach machen wir mal so in Richtung... Machen wir mal 9,7, das reicht. Viererhaken ist eigentlich auch ganz okay. Viererhaken und dann Eintagsfliegenlarve. So, Clip nehmen wir raus und dann ballern wir hier schön volles Mat. Wobei, ne, mit 50 Gramm nicht ganz so weit. Ja doch, das fliegt nicht weit genug. Schön weit raus, dass dann vielleicht sogar noch
hier die Saiblinge reingehen. Also, raus damit jetzt. Zack. Ja doch, volles Programm mit 50 Gramm. Kann man volles mit auswerfen, dass man hier ansatzweise in die Tiefe kommt. Genau. So, schön straff ziehen. Dann liegt das jetzt unten schön auf dem Grund und kann dann anfangen zu bimmeln. Halt, großer Fehler. Wir wollen natürlich, wenn wir schon kleines Vorfach verwenden, auch keinen Abriss, also die Bremse locker stellen. Jetzt nochmal straff ziehen. So, dann hat man jetzt vielleicht zwei Routen sogar hier auf Grund und kann dann immer noch aktiv hier mit der dritten Route Spinning betreiben. Also, so in der Art und so ähnlich kann das dann natürlich weitergehen. Sollte es auch weitergehen. Denn hier gibt es auch immer wieder auch spannende Brocken. Man kann natürlich auch hier mit der Pose sich hinstellen, ne? Wenn man Bock hat, vielleicht hier so auf Zwergmarinen und Co. Einfach mal mit der Pose hier oder mit der Stippe einfach hinstellen und gucken, was da so geht. Ich ziehe mal eben rein. Mit der Stippe, man könnte sogar hier mit der ganz kleinen, oder? Wäre auch eine Option, das ganz kleine Ding. Fliege und Zuckmücke habe ich drauf. Warte mal, wir machen mal ein bisschen tiefer. Gehen wir mal so auf 30 vielleicht, 30 Zentimeter. Das Schöne hier ist ja, und das ist eben auch das Angenehme, oder ich mache mal ein bisschen tiefer noch, das Angenehme an dem Gewässer. Es ist so klar, das Gewässer. Man sieht einfach, machen wir mal hier auf 50 cm Tiefe, man sieht einfach, wie Fische reagieren. Das ist halt richtig, richtig cool. Das heißt also, ihr seht, wenn die Fische ankommen, man hat ein viel geileres Learning sozusagen. Man sieht, wie gesagt, was passiert. Da unten hängt ja jetzt gerade der kleine Köder dran. Unten an der Spitze ist halt der Nübbel mit der Zuckmückenlarve und der Fliege. Und dann sieht man eben im Idealfall, wie die Fische hier ankommen. Man sieht eben am Koori, wie so ein Fisch dem Spinner hinterher schwimmt. Wie er angreift, was der macht danach. Stürzt er sich nach oben, schwimmt er woanders hin. Und dementsprechend kann man eben auch viel besser reagieren auf den Fisch. Das heißt, ihr seht, wenn der Fisch jetzt irgendwie nach links abzieht und ihr zieht nach rechts, dann haut er halt noch weiter nach links ab. Wenn man halt in die andere Richtung geht, seht ihr, der wendet auf einmal der Fisch und versucht in die andere Richtung hin zu, abzuhauen. Und solche Sachen helfen einem dann eben auch später, den Fisch besser zu drillen, beziehungsweise eben, ja, den Fisch vielleicht noch besser anzulocken und so. Also solche Sachen, und deswegen macht halt Koori immer viel Spaß und auch eigentlich sehr sinnvoll, da auch irgendwann mal ranzugehen. Spätestens so im Level 20 Bereich, wenn man schon mal ein etwas besseres Setup hat, dann hier hinstellen und Attacke Vollgas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte zum Beispiel sich seine erste HSV-Rolle gekauft und hat dann nochmal Bock auf Spinning, kann man natürlich sehr gut auch für unter 1000 Silber sich nochmal eine Route holen. Die, wo ist sie? Die Karma Mächter, hier ist sie. Und dann packt man sich da nochmal eine HSV drauf. Gucken wir nochmal eben, habe ich noch eine rumliegen? Die habe ich glaube ich alle zusammen. Bauen wir mal eben ein Set zusammen. So, das wäre jetzt hier die Karma Mächter. So, dann passt das doch ganz gut. Schöner Aufbau, 12 Kilo, reicht auch komplett aus. Wir haben sogar 20 Kilo Tragfähigkeit, wir haben 15 Kilo. Man kann auch hier 15, 16, 17 Kilo nehmen, hat aber dann dementsprechend weniger Schnur. Würde ich dann vielleicht eher fürs Schleppen verwenden. Und dann kommt hier noch ein schöner Spinner drauf. Wie ist es denn mal mit den Vibras? Die sind auch immer ganz geil. Coole Serie und ganz geiles Gewicht. Die haben hier nämlich so um die 8 Gramm. Also ein bisschen kleiner, so ein Zwischending zwischen halt den kleinen 4 Grammern, die man immer sehr gut am Belaya verwenden kann, und den 12 Grammern, die vielleicht doch besser sind für Yama, fürs Yama-Gewässer. Dann haben wir hier so ein Zwischending, das sind die 8 Gramm, und die funzen eigentlich immer ganz gut auch hier am Koori. Nehmen wir mal den knallgelben. Kurzer Blick drauf. Ja, auch hier habe ich einen Puschelhaken drauf. Größe 1 geht immer ganz gut. Ist im schönen Verhältnis zueinander. Ist jetzt nicht so besonders groß und fällt da völlig raus, sondern passt sich richtig gut an. Also stimmiges Bild hier zu diesem Köder. Und dann benutzen wir das Ganze jetzt mal. Guck mal, da zuppelt einer. Guck mal da. Guck mal da. So, und jetzt gucken wir mal, was er hier macht. Auf der Pose. Ich kurbel schon mal ein bisschen ein. Lass aber noch ein bisschen... Oh nein, 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 nein. Doch. Und da habe ich ihn gehackt.
Ich dachte gerade, ich verziehe. Schön mit der Maus eben daneben gegangen. Und da ist sie, die Sumpfelritze. Das kleine Dingen. Was habe ich denn für einen Haken eigentlich drauf? 24er Haken, okay. Bei so einem winzigen Haken wundert es natürlich auch nicht, dass dann da die winzigen Fische drauf gehen. Wenn hier jetzt noch mehr Sumpfelritzen sind, würde ich jetzt hochgehen, vielleicht so auf dem 18er Haken mal als erstes, dass da auch maßige kommen. Man kann auch ganz gut hier die Trophy-Sumpfelritze farmen. Geht auch ganz gut. So, guck mal jetzt hier, mit dem 8 Gramm. Wir haben ja hier ein Wurfgewicht von 7 Gramm. Mindestwurfgewicht. Das heißt also, mit einem 8 Gramm Köder kommen wir so gerade gut raus. Und dann können wir eben auch mit dem hier schön durchziehen. So, ich mache auch hier mal die Bremse erstmal ein bisschen weiter runter, bis ich genau weiß, wie hoch ich die drehen kann. Dafür muss aber erstmal ein ordentlich dicker Fisch reingehen, damit man dann erkennt, okay, bis dahin kann ich die Bremse einstellen und nicht, dass einem da irgendwie was abreißt. Immer erst die Bremse ein bisschen runterlassen und dann mit dem ersten richtig großen Drill langsam die Bremse hochdrehen, bis zu dem Maximum, wo man es halt haben will. Dann reicht das auch. Und auch nicht überdrehen, ne? Also bis maximal 29 und dann reicht das. Ja, jetzt heißt es natürlich auch hier wieder Farben testen, ne? 2, 3 Würfe machen, dann wieder die nächste Farbe testen, zack, Vibra in 8 Gramm. Nehmen wir vielleicht mal jetzt hier den, der so ein bisschen so Barschzacken noch mit da drin hat. Entweder triggern wir jetzt hier andere Barsche, dann kann man ja auch absinken lassen das Ganze. Wenn bei diesem Absinken schon ein Biss kommt, ist das immer ein super Zeichen. Dann direkt weiterverwenden, dann triggert der Köder hart. Ansonsten natürlich auch einfach durchziehen wieder, 2, 3 Mal werfen, vielleicht auch verschiedene Richtungen abwerfen und dann die nächste Farbe testen. So geht's halt konstant. Das ist halt die Aufgabe Nummer 1 beim Spinning. Köder testen. Testen, 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 welcher Köder funktioniert, welche Farbe funktioniert. Und dann, ja, wenn's funktioniert, wenn man einen Köder gefunden hat, der funzt, dann eben auch durchziehen und versuchen dann damit eben die richtigen Brocken rauszuziehen. Dann kann man hier noch ein bisschen rumspielen, mal schnelles einkurbeln, mal langsam, ne? 5, 6 kurbeln, lang, 5 mal, 6 mal rundkurbeln hier, zack, zack, und dann mal zwischendurch auf schnell, dann wieder auf langsam. Also zusätzlich einfach ein bisschen triggern die Brocken. Aber auch hier wieder, ne, wenn die Farbe nicht funzt, next. Oder einfach mal hier solche Blinker auch wieder nehmen. Ne? Auch hier wieder 8 Gramm, gutes Gewicht. Nehmen wir mal hier das Gelbe, das hat ja vorhin ganz gut funktioniert. Und dann wirft man den mal aus. Ne? Auch hier wieder ein bisschen absinken lassen. Und dann durchleiern, anderes Tempo vielleicht wählen, dass der nochmal ein bisschen mehr in Action kommt. Oder auch hier wieder ein bisschen Pause machen. Und weiter durchziehen. Einfach locker flockig durchleiern. Na, zuppelt da was an der... Oder haben wir Wind? Da hat es gerade an der Schnur gezuppelt. Kann auch sein, dass es gleich mit dem Wind ein bisschen raustreibt. Ja, so und so ähnlich kann es dann weitergehen hier am Koori. Wie gesagt, wichtigste Punkte, ausreichend Schnur, wenn man vom Land aus hier steht. Passendes Setup. Heißt, ich würde empfehlen, sowas hier in dem Bereich, weil man das eben auch später noch am Yama auch verwenden kann zum Beispiel. Also das ist ein Setup, gerade auch von der Route, gute Tragfähigkeit, gutes Wurfgewicht, super Preis für unter 1000 Silber, kriegt man da ordentlich was geboten. Und ja, das kann man eben dann auch lange verwenden und wie gesagt, dann Köderauswahl ist natürlich wichtig hier. Sowas wie die ganze Hunter-Serie, Hunter 3-Serie, das sind die ganz kleinen, kann man sogar am Belaya verwenden. Auch das ist durchaus drin, ne? 7 Gramm Köder. Dann geht man hier hoch, die nächste Hunter 2-Serie funktioniert auch immer wieder ganz gut. Und die Hunter 1-Serie, das ist dann so die, ich sag mal, für die richtig guten Brocken, da gehen auch schon Hechte rein. Hunter 0-Serie ist übertrieben. Also das ist ein riesen Prügel. Keine Ahnung, das könnte man vielleicht mal am Yama testen. Am Archipel vielleicht. Also das kann ich mir vorstellen, dass diese riesen Bleche vielleicht am Archipel funktionieren. Aber normalerweise die Nuller-Serie
sehr, sehr, sehr schlechte Frequenz, sehr spezielles Angeln mit den Hunter 0. Also maximal würde ich mir die 1er noch holen. Also 1er, 2er, 3er reicht komplett. Ja, so sieht's aus. Ich teste jetzt hier weiter verschiedene Farben und hoffe, dass mir vielleicht gleich noch der ein oder andere Kowalski reingeht. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz in den Kescher rein, wie das denn so preislich ist, gerade so von den verschiedensten Brocken, wie die denn so preislich aussehen und ob sich das Ganze denn auch überhaupt lohnt hier. So, schauen wir nochmal eben rein hier in den Fischmarkt. Kurz nach Preisen sortiert. Ja, ist natürlich klar, die großen Brocken bieten da natürlich richtig viel. Kowalski, fast 70 Silber, ist ja natürlich wild. Aber auch hier so kleine Seewaden. Das übrigens, wenn ihr da eine Stelle findet, ich habe die auch schon mal auf so grünliche Popper oder sowas, so Oberflächenköder ganz gut gefangen. Seewarnforelle immer richtig gut. Aber auch Saiblinge gehen ganz gut rein. Ne? Mit ja, fast 3 Kilo hier. Alle beide über 10 fast, ja, oder 15 Silber, das ist doch ein guter Wert. Saiblinge allgemein hier, auch hier beim Jiggen, richtig wertvoll. Also das lohnt sich absolut. Und dann gibt es natürlich jede Menge kleine Seeforellen. Ich meine, das Schöne ist, auch bei den Seeforellen, ne, sie bieten immerhin auch als unmaßige noch ein bisschen mehr Silber als andere unmaßige Fische. Andere unmaßige bringen irgendwie 0,05 irgendwie und die bringen immerhin 0,20. Also es ist halt jetzt nicht ganz so schlimm mit den unmaßigen oder man verhackstückt die dann einfach zu Fischfetzen. Also 150 Tacken, ja, für viel Testen kann man machen, aber da ist natürlich noch Optimierung drin und ich würde sagen, jetzt die ganze Nacht über sollte man dann vielleicht doch eher konstant entweder jiggen, wie gesagt, auf die Saiblinge oder einfach versuchen auf Quappen zu angeln. Das lohnt dann in der Nacht auch nochmal. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.